Nächste Rednerin ist Barbara Nessler aus Vorarlberg, Tourismussprecherin der Grünen. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Nessler. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, um hier gleich Klartext zu reden, es gibt, was die Veranstaltung, was die Eventbranche anbelangt, derzeit wenig Erfreuliches in Anbetracht der Infektionszahlen zu berichten. Und daher war es vollkommen klar, dass wir eine zusätzliche Hilfe hier schaffen müssen. Und der Städtetourismus wurde bereits angesprochen und wir wissen, dass es im Städtetourismus nicht rosig ausschaut. Und gerade Wien hat in den Sommermonaten, also Mai bis August, bis zu 81% des Umsatzes verloren. Und mit ein Grund hier sind natürlich die vielen Absagen im Kongress- und im Veranstaltungsbereich. Beispielsweise über 6 Millionen Tagungsteilnehmerinnen pro Jahr kommen nach Wien nur aufgrund vom Kongresstourismus. Und daher ist diese Maßnahme, die wir heute beschließen, besonders wichtig. Warum? Weil die Event- und die Veranstaltungsbranche genauso wie die Kunst- und Kulturbranche vor allem eines braucht, und das ist die Planungssicherheit. Und zum Antrag von der SPÖ, weil hier formuliert wird, dass wir die Kunst und Kultur an die nicht oder an die fachfremde Institutionen auslagern. Nein, so ist es nicht. Die Kunst und Kultur ist ein wichtiger Teil der touristischen Wertschöpfungskette. Denn warum kommen beispielsweise Gäste zu uns nach Bregenz oder nach Wien oder nach Salzburg? Ein Grund dafür ist die Kunst und Kultur. Das ist ein Wirtschaftsmotor. Und da rede ich nicht nur von der Hochkultur. Und wo ich noch. Und um gleich noch auf die Kritik einzugehen, was immer wieder quasi in den Raum gestellt wird von verschiedenen Institutionen oder Organisationen, was die Tourismusförderung Maßnahmen anbelangt, wie beispielsweise der Urlaubsgutschein oder beispielsweise auch den Gutschein von der SPÖ. Ich verstehe, dass das verlockend wirkt, weil es nach einer schnellen Maßnahme ausschaut. Ist es aber nicht. Erstens, es ist extrem teuer und würde vor allem wieder regional so unterschiedlich wirken, dass der Städtetourismus wieder nicht davon profitieren würde. Und zusätzlich, das muss man dazu sagen, sind Gutscheine einfach sozial nicht treffsicher. Warum beispielsweise braucht jemand wie Heidi Horten einen Urlaubsgutschein? Und was wir brauchen, sind langfristige Lösungen. Langfristige Lösungen wie diese Maßnahme. Und weil der Kollege von der FPÖ das gefordert hat, Planungssicherheit. Genau mit dieser Maßnahme können wir der Branche ein Stück Planungssicherheit zurückgeben. Wenn wir eben beispielsweise durch die Übernahme von der Ausfallshaftungen in der Veranstaltungsbranche, wenn wir ihnen unter die Arme greifen, dann können wir mehrfach helfen. Einerseits bei den Corona-bedingten Absagen können wir die Veranstalter und Veranstalterinnen entlasten. Gleichzeitig können wir quasi garantieren, dass in der unsicheren Lage, die einfach derzeit herrscht, können wir garantieren, dass sie wirklich die Veranstaltungen planen können und unter gewissen Umständen durchführen können. Und vor allem, wir wissen, dass gerade jetzt im letzten halben Jahr kann sich so gut wie niemand leisten, einfach ins Blaue zu investieren, weil niemand weiß, was am Ende im Endeffekt rauskommt. Und mit diesem Beschluss geben wir der Branche etwas ganz Wichtiges. Und das ist Planungssicherheit und vor allem geben wir der Branche mit diesem Beschluss eine Zukunftsperspektive. Danke.